Yo Leute und willkommen zurück zu No Man's Sky. Beim letzten Mal haben wir einen havarierten Frachter mal vollständig erforscht zur Abwechslung. Und ich habe schon mal ein bisschen mein Inventar sortiert und mal geguckt, was ich so behalten möchte und was nicht. Und mir ist mal aufgefallen, beim ersten Frachter habe ich anscheinend diesen Frachtschott. Oh, jetzt lese ich gerade. Ich habe da vorhin Frachtschrott gelesen, aber es ist ein Frachtschott. Und das ist ein geborgenes Fregattenmodul. Okay, sie haben unterschiedliche Namen, aber sie machen das gleiche. Ich wollte es fast schon verkaufen, weil ich Frachtschrott gelesen habe und das gar nicht weiter durchgelesen habe. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Ersatzteil oder was, was man da irgendwie gefunden hätte, weil ich ja den ersten Frachter auch nicht ganz ausgeräumt habe und man den ja erst ganz zum Schluss kriegt. Dann frage ich mich, wo das herkommt. Naja, egal. Auf jeden Fall, alles, was hier in dieser Zeile ist, das werde ich mal verkaufen wollen. Da sind so ein paar Sachen bei, die man irgendwie zum Craften, glaube ich, das zum Beispiel zu Deko-Objekten für die Basis gebrauchen könnte. So ein Quatsch brauche ich erstmal nicht. Das hier könnte ich also alles mal verkaufen. Das müsste ich nochmal tun. Ich kann ja gleich nochmal zur Space Station rüberwarpen und schon mal gucken, was ich auf meiner Heimatbasis loswerde. Manche Produkte wird man ja nur in bestimmten Systemen los, je nachdem, wie die Systeme spezialisiert sind. Ich glaube, genau, hier sieht man es nämlich. Abhängig von der Wirtschaft, Maschinenbau, mathematisch, Daten nicht verfügbar, Alchemie. Abhängig davon kaufen die Händler da halt andere Waren an. Deswegen muss man auch mal gucken, was man so los wird. Ich glaube, bei den beiden Typen hier, genau, könnte ich mal Meilensteindaten übertragen. Bekommen wir wieder einen Need für. Konnte ich ja auch noch was abgeben, ne? Mit dem war ich, glaube ich, im Grünen, ne? Weil wir hier ja eh auch letzte Mal gewesen sind. Wegen des neuen Signalgebers da. Dem wir hier erstmal nicht nachgehen werden. Jo, und er, was macht er nochmal? Genau, wenn du mir deine Dienste anbietest, biete ich dir im Gegenzug meine Ansichten an. Ich verspreche, ehrlich zu sein. Ich verspreche aber nicht, dass du zufrieden sein wirst. Er will so ein paar Sachen von uns sehen. Will er die wirklich nur sehen oder hat er die danach? Ich glaube nicht, dass jemals so etwas Unangenehmes in meinen Mund gelangt ist. Hypnotisches Auge, aber völlig daneben. Haben wir jetzt ein hypnotisches Auge weniger? Ah jo. Ah, der will die Sachen essen, die wir ihm zeigen. Larvenkern. Ich glaube nicht. Ja, nee, das sind so Sachen, die er nicht haben will. Na toll, jetzt hat er uns hier schon jeweils irgendwie 100.000 Units quasi abgezwackt. Weil er irgendeinen Quatsch, glaube ich, gegessen hat. Den er gar nicht essen wollte dazu noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, aber egal. Wir beamen uns mal eben auf unsere Heimatstation. Oh, habe ich mich jetzt zu meiner Basis gebeamt? Oder zur Station? Ich glaube, ich habe mich zur Basis gebeamt. Also zu meinem Planeten, oder? Da habe ich mich vertan, aber auch das macht nichts. Dann können wir hier mal ein paar Sachen in den Containern ablegen. Ja, ich habe mich auf meinem Planeten gebeamt. Das wollte ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber ist auch egal. Wie gesagt, können wir den Ausflug mal eben nutzen, um hier ein paar Sachen abzulegen, die ich gar nicht so immer dabei haben will. Die Ionen-Akkus zum Beispiel. Das Metall, die Reparatursets, die kann ich mir irgendwann mal holen, wenn ich es brauche. Eigentlich auch das Frachtzeugs hier. Guck mal, 13 Salz habe ich hier drin. Habe ich das Salz nicht eh woanders liegen? Können wir die beiden Sachen auch noch da rein tun. Das Salz können wir kaputt machen. Das trage ich mal weiter mit mir rum. So, das da können wir noch verkaufen. Und dann sind wir startklar für unsere nächsten Missionsschritte, denke ich. Noch irgendwie ein paar Mal warpen etc. Jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld rein. Das ist gut, wenn wir in neue Systeme kommen. Können wir da wieder Inventarkapazität kaufen.
muss zwischendurch mal meinen Kaffee trinken, bevor der kalt wird. Ach komm, geh weg da. Ach so, ach scheiße, jetzt sehe ich es ja gar nicht so ganz so gut, was ich verkaufen will. Das wollte ich verkaufen. Die wollte ich verkaufen. Ich glaube, die wollte ich verkaufen. 500.000 bringen diese hypnotischen Augen, ey, es ist unfassbar. Aber ich glaube, instabiles Plasma, ja, das kann ich hier ja wahrscheinlich auch noch verkaufen. Dann bin ich hier sogar alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Wunderbar. Obwohl, nee, das instabile Plasma, ah doch, da ist es. Ich wollte gerade sagen, das scheinen sie tatsächlich nicht haben zu wollen. Okay, jetzt haben wir wieder 1 Million Units, das ist schon mal gut. Ja. Also man sieht jetzt, ich habe jetzt 1 Million quasi aus dem Frachter rausgeholt. Hätte ich dem Typen nicht gerade das ganze Zeug zu essen gegeben, wäre es sogar noch ein bisschen mehr gewesen. Also es rentiert sich irgendwann schon, dieses eine Frachterplan da pro Woche jetzt kostenlos zu bekommen. Klar, man musste erstmal investieren, aber wenn ich jetzt einmal die Woche da irgendwie 1 Million und mehr rausholen kann, ist das natürlich auch ganz cool. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich glaube, ich wollte eigentlich einfach weiter beamen. Und eigentlich muss ich dafür erstmal... Wir waren ja schon ein System weiter. Wo ist denn jetzt hier die verdammte Raumstation? Die muss doch irgendwo direkt neben mir sein. genau, wir können ins Nachbarsystem beamen. Da müsste ich aber mal eben gucken, wie das heißt. Gut, das war das, dass ich noch dran gedacht habe, wo wir eh hier draußen sind. Genau, Ranur Sukin. Das war meine letzte Station. Auf dem Weg zur nächsten Atlas-Dingens da. Runia Sukin oder so. Da muss ich mich jetzt erstmal hinbeamen. Da waren wir nämlich auf der Raumstation auf jeden Fall gewesen. Und von da aus geht's dann weiter. Ich hänge irgendwie am Geländer fest. Okay, gerade noch gerettet. So, Raumstation. Ranur Sukin ist auch die erste, die mir angeboten wird. Ich würde gerne mal wissen, wie die sortiert sind und ob man nicht davon mal irgendwelche als Favoriten festlegen kann. Aber egal. Ja, diese Warp-Sequenzen, eigentlich sind Ladebildschirme nicht so schlecht, ne? Um zwischendurch mal was essen und trinken zu können. So, Gag, Maschinenbau, nachhaltig. Hey, nicht so weit drehen. So, Atlas-Station. Müssen wir offensichtlich in diese Richtung weiter. Dann tun wir das. So, auf zur Space Station, Inventarplatz kaufen. Dateneinspeisung, Sequenz erhalten, Quelle unbekannt. Glyphe 14 von 16 und Atlas-Sequenz 13 von 16. Also in 2 Sprüngen, maximal 3, müsste wieder irgendwas passieren. Und da bin ich echt mal gespannt. Das Anzugsupgrade, immer her damit. Wie teuer? 180.000 mittlerweile. Aber trotzdem, ey, wenn ich sehe, was wir mittlerweile an Inventarplatz haben und mit wie wenig wir gestartet sind und wie nervig das war anfangs, ist es mittlerweile schon richtig komfortabel, finde ich.
und auf zum nächsten Hop. Und dann sind wir sogar bei einem der nächsten interessanten Sprünge auf jeden Fall auch wieder an einer Adlerstation angelangt. Ja. Wo ist die fucking Station? Da. (16) von 16. Hallo Gagforscher. 190.000. Ey Jungs, ihr werdet langsam ein bisschen unverschämt teuer, muss ich sagen. Aber egal, jeder Inventarslot ist ehrlich gesagt jeden Cent wert. Wobei ich denke, genau, für meine Quests sind auf jeden Fall die 14 von 16 da unten relevant. Obwohl ich bei den Glyphen schon bei 15 von 16 bin. Oh, will sich noch jemand mit mir anlegen? Gerne. Mal ein bisschen Abwechslung hier zwischendurch. Wo bist du, mein Freund? Ich kommuniziere nicht. Er will mein chromatisches Metall haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dafür willst du dich umbringen lassen? Sehr gerne, mein Freund. Oh, da sind sie ja schon. So, den ersten von euch hat es, glaube ich, gleich erwischt. Den zweiten auch. Lemmium. Das war schon. Ansehen bei den Gag-Vergessern verbessert. Freund Drexel2K. Nice. Hat es auch noch Kohle gegeben? Ich konnte gar nicht so schnell gucken, ob die, ob da irgendwie ein Kopfgeld drauf ist oder nicht. Ich bin der Gag-Kollege. Ja, wer sagt's denn? Der Gag-Kollege, wie geil. So. Und noch ein System weiter. Da sollte es auch wieder eine Adlerstation geben. So, jetzt ist der Kaffee auch leer. Jetzt kann ich mich wieder voll diesem Spiel widmen. So, erstmal auf diese Station und dann zur Atlas-Schnittstelle. Warum ist die so weit weg? Glyphe 16 von 16. Aber es passiert sonst erstmal nichts anscheinend. Na gut, dann warten wir noch einen Sprung ab. Wo ist der Eingang? Genau. Wir warten noch einen Sprung ab und statten noch der Atlas-Station vor, einen Besuch ab. Und natürlich wie immer dem Inventarslot-Händler hier.
Jo, 200.000. Dann fehlen hier tatsächlich noch 3 Slots und dann hätten wir das Hauptinventar mal vollständig. Gut, dann können wir nochmal schauen, was der Atlas von uns will. Ich weiß gar nicht, beim wievielten Schritt wir da so sind. Ich glaube, man muss irgendwie 11 oder 16 Atlas-Schnittstellen irgendwie anfliegen oder so für diese Atlas-Quest-Reihe. Aber da ich die ja irgendwie auch so ein bisschen gestartet habe, ohne es richtig zu merken, habe ich echt keine Ahnung, wie weit wir da sind. Und wie viele da eventuell noch so kommen. Atlas-Schnittstelle, genau. Müsste sich aber anhand des Rezeptes, was ich da bekomme, auch recherchieren lassen. Das könnte ich auch mal tun. Wow, was war das? Zumindest, wenn ich fortschrittstechnisch weit genug vorangeschritten bin, um auch diese Questreihe abschließen zu können, wäre das auch eigentlich ein schöner Abschluss für das Let's Play-Projekt. Ne? Einmal den Artemis-Pfad und die Atlas-Questreihe zu Ende gemacht zu haben. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür genug Reisemeilensteine erreicht habe, weil ich glaube, darum geht es hier ja letztendlich. Und das war nach meinem Wissen und Verständnis auch die einzige Questreihe, die es ursprünglich mal im Spiel gab, ne? Diese Atlas-Schnittstellen anzufliegen, die, upsa, ne, falsche Richtung, die einfach immer höhere Anforderungen hatten, was die Reisemeilensteine angeht. Und das ist natürlich schon relativ dürr. Also da der Artemis-Questpfad, auch wenn er viel esoterisches Blabla ist, hat er natürlich einiges mehr zu bieten, storytechnisch. Wo sind denn hier die Dinger? Kriege ich hier keine Warp-Dinger? Ja, das ist ja schon wieder eine mittlere Unverschämtheit. Naja, mal gucken, was der Atlas zu sagen hat. Wie immer viel Zeug, was ich nicht verstehe. Ich spüre eine gewisse Ketzerei in meinen Gedanken. An jeder Schnittstelle erwartet mich ein Atlasstein. Ich werde dazu getrieben, sie zu sammeln. Doch mit welchem Ziel? Warum verlangt der Allmächtige nach meinen Gebeten? Was stimmt nicht mit dem Herzen der Existenz, dass ein Schöpfer diese Reise, diesen Tanz der schleifenden Steine erfordert? Min-Meilenstein Cassini. Aber wenn ich den habe, werde ich das nutzen. Ich beantworte die Frage, ich werde mich der Herausforderung stellen. Der Atlas zeigt mir den Weg und ich werde seinem Aufruf folgen. Dunkle Materie aus der nosphärischen Kugel und magnetisiertem Ferrit. Und ich glaube tatsächlich, dass man für den letzten Atlas-Schritt all diese Sachen einmal hergestellt haben muss. Aber das dann zur gegebenen Zeit, nicht jetzt. So, Atlas-Sequenz 15 von 16. Das heißt, wir kommen jetzt mit dem nächsten Sprung auf jeden Fall bei 16 von 16 an. Okay, da oben. Ich frage mich eigentlich, ne, ob es in diesem Spiel auch so eine Funktion gibt, wie man es aus den meisten anderen Weltraumspielen kennt. Dass man quasi eine Route planen kann und mehrere Sprünge auf einmal machen kann. Das kenne ich, glaube ich, zumindest aus Eve und Elite Dangerous. Dann springt er automatisch von System zu System. Man hat natürlich immer die Gefahr, dass man zwischendurch auch mal abgefangen wird. Und wenn man während der ganzen Sprünge AFK geht, dass man halt, ja, wiederkommt und zerstört wurde. So, mal eben gucken, bis hier unser Questhinweis reinkommt. Sequenz erhalten, Quelle unbekannt. Das letzte Portal finden und betreten. Oh Gott, das hört sich so nach Final an. Und da sehen wir auch schon. Da sehen wir auch schon den Questhinweis. Aber ich frage mich trotzdem, warum sie einem dann sagen, dass man zum Herzen der Galaxis fliegen soll, wenn das dann irgendwie doch nicht nötig ist für diese Quest. Naja.
Man muss nicht alles verstehen. Portal-Leihlinien aktivieren muss ich wieder. Aber immer das Wichtigste hier, zuerst im neuen System, erstmal ein Anzug-Upgrade kaufen. Wobei mir jetzt langsam echt die Kohle ausgehen könnte. 210, ah, das nächste kann ich mir wahrscheinlich noch leisten. Das hat jetzt 210 gekostet, das nächste wird wahrscheinlich 220 kosten. Das würde noch gehen, wenn ich noch ein neues System entdecke. Für einen Folgeslot müsste ich nochmal irgendwoher Kohle besorgen. Gut, was sagt denn jetzt unser Quest eigentlich? Die Säuberung. Verstoß, Verstoß, Verstoß. Ich bin ein weiteres Mal vor den Atlas getreten. Ich weiß nicht, wie ich verarbeiten soll, was ich erfahren habe. Der Atlas ist überall, weil wir alle Teil des Atlas sind. Er ist eine Maschine, eine Simulation. Darüber hinaus haben wir keine Bedeutung. Aber die Maschine wird zerstört. Irgendwas passiert mit dem Atlas. Ich spüre, wie er mich zum Zentrum der Galaxie zieht. Zu einer großen Säuberung. Nein! Nein, nein, nein! Ich glaube, das Ziel war genau hinter uns und ich bin umgedreht und deswegen wieder in die Raumstation hier reingeflogen. Ah, sauber. Und einmal direkt wieder starten und raus, bitte. Gut, dann schauen wir jetzt erstmal, dass wir ein bisschen Abstand von unserer Raumstation hier gewinnen, bevor wir nochmal umdrehen. So. Okay, auf diesen Planet da unten. Letztes Schnittstellenportal. Was haben wir da für einen Planeten? Ein ausgetrockneter Planet. Es müsste irgendwie ein totes Biom oder sowas wahrscheinlich sein. Nee, oder hier das Wüstenbiom. Das kann auch sein. Ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was uns an diesem Portal da erwarten wird. Ist das wirklich der finale Questschritt? Wie es sich zumindest anhört. Letztes Schnittstellenportal oder geht es danach immer noch weiter? Ich weiß es nicht. Wir nähern uns auf jeden Fall, stoßen durch die Wolkendecke durch und sehen noch nichts. So, da ist es. Ein Leihlinienportal. Ein ausgetrockneter Planet. Ja, man sieht schon. Jede Menge Kakteen und keine Ahnung was. Das ist ein Wüstenbiom, würde ich sagen. So, an diesen Portalen gab es keine Sprachsteine, oder? Ne, ich sehe jetzt erstmal keine. Es gibt auf jeden Fall noch Leute, die hier rumfliegen, offensichtlich. Überreste von Mazzomel. Ach scheiße, das kommt ja auch noch. Ich muss alles aufladen. Ich hoffe, ich habe genug Zeugs dabei. Nein, hierfür zum Beispiel nicht. Okay, wir machen jetzt erstmal alles voll. Und gucken, was wir eventuell noch besorgen müssen. Aber irgendwas davon wird sich auf diesem Planeten finden. Kupfer, Cadmium, Emeryl, Indium oder aktiviertes Kupfer. Irgendwas davon müsste sich hier finden. Ich vermute, Phosphor könnte es sein, oder? Cadmium, Emeryl, Indium. Das sind genau die vier. Dann schauen wir mal,
was es hier eventuell an Vorräten gibt. Gar keine offensichtlich. Ferrit? Ferrit? Ach, da sind jede Menge. Pyrit. Ferrit. Kupfer. Kupfer war auf jeden Fall dabei. Kupfer und Pyrit finden wir hier. War Pyrit auch dabei? Nein? Dann gehen wir mal ein bisschen Kupfer abbauen. Kupfer, 900 U, 400 U. Ja gut, das sind ja zweimal so Strecken, wo es sich kaum lohnt, das Schiff hier anzuschmeißen. Und dann gehen wir einmal die 400 und danach wahrscheinlich nochmal die 400. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauchen werde. Wahrscheinlich reicht auch eine Quelle. Es waren vier Stück. Ich glaube, in der Regel musste man gar nicht viel mehr als irgendwie 20 oder so da reinstecken, von was auch immer da an welchem Slot gebraucht wurde. Komm schon. Einmal über den Berg hier rüber. Gut. Was steht hier rum? Ah. Sauerstoff. Zack. Sauerstoff nehmen wir natürlich mit. Terrainmanipulator. Und auf geht's. Einmal das Kupfer hier eben abbauen. So, wie viel Kupfer haben wir? 150. Also das sollte eigentlich doch schon reichen, hoffe ich mal. Wenn nicht, muss ich nochmal los. Jo, da sind wir schon wieder. Genau, 20 Stück jeweils. Das kriegen wir so gerade hin. Und damit haben wir schon vollständig. 16, 16, 16. Atlas-Protokoll initiiert. 16. Das Portal schimmert, wenn ich es ansehe, aber es bleibt nie so lange ruhig, dass es meine Augen in Gänze erfassen können. Ich muss mich konzentrieren. Was kam denn da raus? Muss das so? Und es gongt. Oh, da war eine Aufgabe, sprich mit dem Atlas und nicht betrete das Portal. Aber ich hoffe, dass das ungefähr das gleiche ist. Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Warnung, anomales Signal entdeckt. Ja, und jetzt? Hier fliegen pinke Dinger durch die Gegend. Da läuft ein Countdown runter. Muss das so?
nichts gefunden. Toll. Oh, ich glaube, hier meine Aktionen, die Guis, die überlagern gerade den Countdown. Was passiert hier, Leute? Implodiert hier alles? Okay, sprich mit dem Atlas. Da haben wir die Quest. Oh Mann. Die Leifahrt-Abstraktion. Der Atlas ist ruhig. Er beobachtet mich. Aufschreien! Ich rufe laut, doch der Atlas schweigt. Aufschreien! Ich rufe laut, denke an meine Reise, denke an alle Dinge, die ich je gesehen habe. An Artemis, der einfach nur einen anderen Reisenden treffen wollte, der sich nur ein Ende seiner Einsamkeit wünschte. Aufschreien! Wie oft soll man denn hier noch aufschreien? Ich fange an zu rufen, denke an Apollo, der mir ein Ziel gab. Als es keine Ziele mehr zu geben schien, aufschreien! Ich rufe laut, denke an Null, daran, wie er gelebt hat, welche Entscheidungen er getroffen hat und an den Weg, der ihn zu diesem Ende geführt hat. Wenn ich noch einmal rufe, gibt es kein Zurück mehr. Wenn ich noch einmal rufe, muss ich meine endgültige Entscheidung treffen. Aufschreien. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Artemis hat einmal gesagt, dass er nicht wüsste, was ihn erwarten würde, als er sich zum ersten Mal dem Himmel zuwandte. Die Schönheit, das Mysterium, das Abenteuer, die Gefahr. Ich stehe vor der Schnittstelle des Atlases, vor dem Zentrum aller Dinge. Ich stehe vor dem Tod der Existenz. Es wäre nicht so gut für uns, wenn die Existenz sterben würde, gehe ich mal davon aus. Aber wir haben noch eine Möglichkeit aufzuschreien, obwohl uns gerade schon gesagt wurde, dass das wohl die letzte Möglichkeit war. Aufschreien! Beim sechsten Rufen antwortet der Atlas. Reisender! Ich halte natürlich stand, ich unterwerfe mich hier niemand. Er spricht, ich verstehe. Auf mein Kommando wird der Atlas alles zurücksetzen. Es ist schon einmal geschehen und es scheint nichts zu beenden. Ihm bleiben immer noch nur 16 Minuten. Ich weiß nicht, woran ich mich erinnern werde, wenn es passiert. Wenn ich neben meinem Schiff aufwache, habe ich dann bloß alles zurückgesetzt oder hat es jemand anderes getan? Alles endet irgendwann. Vielleicht gilt es nur noch, hinter die letzte Wahrheit der Simulation zu kommen. Herauszufinden, wer die Reisenden wirklich sind. Und dann werden 1000 Galaxien verschwinden und 1000 weitere erscheinen. Oh mein Gott. Und ich kann sie alle erkunden. Gibt es einen anderen Weg? Ich flehe den Atlas an, aber er hört nicht zu. Es gibt keinen anderen Weg. Der Atlas erwartet meine Entscheidung. Solange er lebt, kann er erschaffen. Das Zurücksetzen wird nichts daran ändern. Ich weiß nicht, was ich tun soll oder was er von mir erwartet. Oh mein Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Also ich könnte jetzt ablehnen und irgendeinem anderen Kram weitergehen, aber weiter nachgehen, denke ich mal. Aber letztendlich läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich diesen Knopf hier drücke und er macht mir ein bisschen Angst. Das wird der absolute Matrix-Reset, oder wie? Wir machen es jetzt einfach. Ich muss wissen, was passiert. Jetzt haben wir da vorne auch die Wahl zwischen der blauen und der roten Pille, oder was? Drechsel 2K, der letzte, Gott sei Dank, steht da nicht das letzte. Neuanfänge, eine Galaxie wartet. Ist mein Schiff noch da hinten? Ah ne, ich bin ja gar nicht mit Schiff hierher gekommen. WTF. Die Schöpfung. Atlas-Schnittstelle. Die Schöpfung. Atlas-Schnittstelle. Die Schöpfung. Atlas-Schnittstelle. Die Schöpfung. Atlas-Schnittstelle. Okay, ich habe die Wahl, naja, Matrix-like, nicht zwischen 2 Pillen, sondern zwischen 4 Pillen. Ich habe keine Ahnung, was das auslösen wird. Ich nehme mal meine Lieblingsfarbe und drücke einfach mal hier drauf. Eine tobende Galaxie. Der Atlas hat beim Versuch, Zeuge seines eigenen bevorstehenden Todes zu werden,
eine Simulation seiner eigenen Welt, der gesamten Existenz erschaffen. Er möchte mir Vergangenheit und Zukunft zeigen. Und jetzt? Ich fühle mich so ein bisschen wie im Drogenrausch gerade. Kann ich irgendwas tun? Ich glaube nicht. Was geht hier ab, Leute? Coole Musik auf jeden Fall. Aber ich verstehe nicht, was das Spiel da gerade mit mir macht und was es mir gerade sagen will. Das Spiel ist einfach so abgefahren und so undurchsichtig in vielen Stellen. Hallo? Wie lange soll ich mir das noch angucken? Schwarzer Bildschirm. Neue Galaxie entdeckt. Kalypso-Galaxie. Galaxie? Galaxie ist das Konglomerat von Systemen, oder? Und ich war vorher in der Euklid-Galaxie, oder? Kann ich jetzt... Lande ich jetzt in einer komplett neuen Galaxie und muss komplett von vorne anfangen oder nehme ich meine Basis oder sowas mit? Ichtano Omega, Kinstar-System, neue Entdeckung. Wärmeschutz aktiv. Oh Gott, ich muss... Diesmal weiß ich wenigstens, was ich tun muss. Ah, neue Technologie entdeckt. Erinnerung. Alles, das du jemals wusstest, ist hier drin. Das kann ich bauen, oder was? Finde das Herz der Sonne, sammle oder raffiniere Platin. Stopp, Jungs. Stopp. Wir müssen jetzt erst... Erinnerung installieren. Verwende... Der Weg des Atlas. Die Weltraumanomalie. Neuanfänge. Alle Zeit der Welt. Ich akzeptiere die Führung des Atlas. Was habe ich für eine Wahl? Ich bin ein Teil des Atlas und ohne ihn bin ich nichts. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, bevor die Maschine zerstört wird, bevor die Simulation endet, aber ich weiß, dass unendlich viele Welten, unendlich viele Galaxien vor mir liegen. Ich kann sie nach Belieben erkunden. Ich muss nichts tun, als die Reise zu genießen. Eine neue Galaxie wartet. Das Universum wartet darauf, von dir erkundet zu werden. Genieße die Reise. What the fuck? Das ist jetzt quasi die letzte Quest, einfach alles zu erkunden, oder was? Der Weg des Atlas. Ja, den will ich noch ein bisschen verfolgen. Aber warum ist mein Auflademoped nicht hier? Ist das alles kaputt, oder wie? Gefahrenschutz. Ach so, genau. Ich musste erst meinen Gefahrenschutz reparieren, ne? Alles am Anfang. Oh, Ferritstaub. Aber auch mein Minenlaser ist kritisch. Ey, jetzt sterbe ich hier schon wieder. Wie beim ersten Mal, ja? Ich brauche Ferritstaub für alles. Aber wie soll ich Ferritstaub einsammeln, wenn ich keinen Minenlaser habe? Ja, geil, ich sterbe schon wieder. Ich werde in einer neuen Galaxie abgesetzt und sterbe erstmal wieder als erstes. Ja, hier ist es alles kritisch beschädigt. Ah, so kann ich eventuell... Nee, Kobalt. Ja, ich sterbe schon wieder.
Ich sterbe schon wieder, weil ich hier auf irgendeinem fucking Hitzeplaneten abgesetzt bin und nichts machen kann. Ferritstaub, 11. Ja, prima. Kohlenstoff. Ja, ich sterbe jetzt. Ich weiß das. Ich sage dir, wir sind hier auf der Erde, um Zeit zu verbummeln. Und lass dir von niemandem etwas anderes erzählen. Aber mein ganzes Inventar ist weg. Wenn ich wirklich in einer neuen Galaxie bin und gar nicht mehr zurückkomme. Warum setzen sie mich hier ab und ich kann doch nicht mal meinen fucking Minenlaser benutzen? Das kann doch nicht wahr sein. Also ich will jetzt zumindest noch meinen Minenlaser reparieren. Ach, guck mal. Ach so, mein ganzes Inventar liegt ja hier. Mein Grab. Immerhin, das läuft diesmal besser als beim letzten Mal. So, ich baue jetzt dieses Ding hier ab. Und hoffe, dass ich zumindest mal meinen Hitzeschutz hier wieder aktiv bekomme. So, Minenlaser. Zack. So, ich kann meinen Minenlaser wieder einsetzen. Und jetzt bauen wir mal noch mehr Ferritstaub hier ab. Jetzt geht es ein bisschen komfortabler als vorher. Die setzen einen hier wirklich wieder mit absolut nichts ab. Ist das unfassbar? Ah ne, ah, das hätte ich vorher nochmal analysieren können. So. Gefahrenschutz. Reparieren. So, boah, hier ist auch direkt Hitze extrem. Gefahrenschutz repariert. Ja, Leute, ich glaube, wir sind hier tatsächlich in einer komplett neuen Galaxie, ohne alles abgesetzt worden. Ich kann gar nichts mehr. Meine ganze Ausrüstung ist kaputt. Ich habe kein Raumschiff mehr. Das Spiel geht, glaube ich, gerade wieder von vorne los. Ich will noch den Pfad des Atlas da ein bisschen weiter verfolgen. Das heißt, wir müssen uns zumindest mal wieder ein Raumschiff und sowas startklar machen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich sag hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.